Interessanterweise hat der Chemielehrer nach der Matura zu mir gesagt, Madl, studiere eine schöne Sprache, da bist du wenigstens talentiert, studiere nicht Chemie. Ob das jetzt dann wirklich der Auslöser war, dass ich Chemie studiert habe, weiß ich nicht, aber vielleicht ein kleiner Grund mit. Biomin beschäftigt sich mit der Entwicklung von Futtermittelzusatzstoffen, die jetzt die Tiergesundheit positiv unterstützen sollen. Um jetzt beispielsweise einen probiotischen Futtermittelzusatz herzustellen, isolieren wir Bakterien aus dem Verdauungstrakt von Tieren. Und wenn man jetzt diese Bakterien isoliert hat, dann muss man sie untersuchen, um festzustellen, dass sie nicht gesundheitsgefährlich sind. Beziehungsweise wenn man dann erkannt hat, dass sie unproblematisch sind, dann muss man sie auch herstellen können. Und das machen wir in den Labors oben. Also Tierfutter beispielsweise im Schweinebereich, das ist schon sehr stark aromatisiert. Die Schweine schmecken angeblich viel empfindlicher als der Mensch. Also da ist das Aroma und der Geschmack ganz, ganz wesentlich. Ein Geflügel, das riecht und schmeckt so gut wie gar nichts, da ist es eher wurscht. Wir machen teilweise solche Versuche, wo wir eben verschiedenste Aromastoffe drinnen haben, in verschiedenen Trögen, und die Schweine können dann aussuchen, was ihnen besser schmeckt, weil je mehr sie fressen, desto schneller und besser wachsen sie, desto gesünder sind sie. Pizza, Oregano-Geschmack ist etwas, was Schweine gerne mögen. Ich habe gar kein besonderes Verhältnis zu Tieren. Ich selbst habe eine Pelztierallergie, insofern haben wir keine Haustiere, zum Leidwesen meiner Töchter. Also an meinem Job macht mir unheimlichen Spaß, dass ich mit sehr vielen Menschen zu tun habe, mit ganz verschiedenen Leuten, mit verschiedener Ausbildung aus verschiedenen Disziplinen. Diese Leute irgendwie in einem Team zusammenzukriegen, auf eine Ebene zu kriegen, dass sie vernünftig miteinander kommunizieren und dass dann gemeinsam was erarbeitet wird, ist eigentlich eine ganz spannende Sache. Für beides braucht man eine gewisse Hartnäckigkeit und ein Durchhaltevermögen. Forschung ist nicht etwas, wo man zu schnellen Erfolgen kommt, sondern man muss wirklich systematisch dran arbeiten, mit einer gewissen Frustration fertig werden, sich immer wieder neu motivieren, um dann letztlich zu einem Ziel, zu einem befriedigenden Ziel zu kommen. Ich war eine sehr gute Schülerin, ich habe mit lauter Einsen maturiert und ich habe die Schule gehasst. Mein Bestreben war es, möglichst schnell und unbeschadet aus dem Ganzen rauszukommen. Es war dann so bei der technischen Chemie, dass man verschiedene Studienzweige wählen konnte. Ich habe mich für Biochemie und Biotechnologie entschieden. Und das war eigentlich was sehr Angewandtes und das hat riesen Spaß gemacht. Also ich bin während meiner letzten Praktika, Diplomarbeit, Dissertation oft nächtelang auf der Uni herumgehängt. Wir haben dort praktisch gewohnt. Aber wir haben nicht nur geforscht, wir haben auch hin und wieder eine Kiste Bier mitgehabt und Pizza bestellt. Wir suchen immer Leute. Also zurzeit ist es so, dass offensichtlich weniger Leute das Studium Chemie abschließen, als die Industrie brauchen könnte. Wenn jetzt eine 16-Jährige zu mir kommt und sagt, was brauche ich, um Chemie zu studieren, dann sage ich ihr, wenn du es willst und wenn du glaubst, dass du es kannst, dann tu es einfach und hinterfrag es nicht.